Also Leute, was geht ab nächste 100 Jahre? Meeresspiegel um 1 Meter auf. Das ist schon mal heftig. Das wird Kriege geben. Ich werde es schildern. Um was es gegangen, die Konflikte. Sie sind vermeidbar. Wir können 3000 Kubikmeter pro Sekunde aus dem Meer Material rausholen, dass das Wasser da reinpasst. Und der Meerspiegel dann nicht steigt. 3000 Kubikmeter Sand oder Gestein pro Sekunde. Das schaffen wir. Das ist pro Person 200 Kilo oder wegen mir 400 Kilo Material pro Tag bei 7 Milliarden. Das ist zu finanzieren, das ist zu machen. Es wird bereits gemacht, es wird Sand aus dem Meer rausgeholt und neue Küsten, neue Ländereien angespült. Das ist eine Chance. Auf wunderschönstem Klima Land zu schaffen, auf dem man wohnen und leben und sich ernähren kann. Also gucken wir uns an, wo die Katastrophe passiert. Wir standen in Gottes Namen von Kain ab und nicht von Abel. Den haben wir erschlagen. Und wir führen Krieg allein wegen einem Geschwätz vor 1600 Millionen Jahren, wo einer gemeint hat, er wisst Bescheid. Könnt ihr euch denken, wen ich meine? Allein schon wegen so Scheiß führen wir Krieg. Also, es wird heftig. Ich werde jetzt schildern, um was die Streit sich gegangen wird. Und es wird auch schildern, wie einfach es zu vermeiden wäre, wenn wir jetzt gleich uns dort den Kopf gegangen lassen. Was machen wir morgen? Also, schau mal an. Also, die Antarktis verliert knackige. Antarktis und Grönland verliert knackige 200 Milliarden Tonnen. Also 3000 Kubikmeter Süßwasser pro Sekunde. Und das ist der hauptsächliche Meeresanstieg. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Aber es wird auch was wegbombt. Das ist oberirdisch. Was am Südpol, da sind die Dinge immer einzeichnet. Die Eisscholle. Die schmilzt natürlich auch, aber die schwimmt ja auf dem Wasser. Wenn die weg ist, dann kommt es ja hoch. Weil Salzwasser ist ja schwerer wie Ding. Was hier kommt, und es kommt immer schneller. Wir haben keine Ahnung, wie schnell es noch wird. Also, da wird der Meeresspiegel steigen. Und es gibt aber Leute, da steigt auf jeden Fall von dem, was da abschmilzt und dort abschmilzt. Aber es gibt ja Leute, die machen da ganz schlaue Geschichtler. Die sind da, ne? Wie man sieht, ist das Meer relativ flach. Und da schwimmen die da gemütliche Landschaft da. Hier sind sie sichtbar. Diese Dinger. Da geht richtig der Punk ab. Das ist jetzt die große. Das war eigentlich die, wo lange im Gespräch war. Die ist noch im Bau befindlich. Die ist schon fix und fertig. Voll bebaut. Die riesigen Koffer stehen darum. Auf Sand aufgespült stehen hier so Kolosser. Geht doch. Was soll das? Und das ist besonders ein Thema. Ja gut, die sind in einem wunderschön warmen Klima. Bebaut bis hin der Heißle. Da badet natürlich kein Mensch, jeder sein Privatschwimmen, Schwimmpool müsste trotzdem an. Die ganz dekadente Schiene. Die Scharia gefordert mit dem Ölgeschäft. Selbstbewusst und Denkmacht. Das geht alles auf Öl, auf Rockefeller zurück, der jetzt seine Villa verkauft, damit niemand auf die Idee kommt, er hocke da drin und er hat ihn gleich. Der die ganze Menschheit in Klimakatastrophe treibt. Und in Ding zu der Bigotte, die Bigotte stark macht hat damit. Also, so können wir das machen. Und das machen wir natürlich jetzt irgendwo in irgendeinem schweineheißen Land mit unmöglichen Sitten und Gebräuche. Wobei man aber zugeben muss, dass hier Leute rumlaufen. Gell, westliche Leute, die werden in Ruhe gelassen. Die können rumlaufen, wie sie wollen. Also Vorsicht. Ganz so schlimm ist es in Dubai auch wieder. Die können da im Bikini am Strand liegen. Es geht nur um ihre eigene Bevölkerung. Die eine war, die Reiche war verhätschelt. Die Arme waren wie Sklaven gehalten, wissen wir ja. Also, da könnte ich sagen, gut, der Meeresspiegel steigt, warum machen wir darum dicht? Da steigt hier nichts mit, sind wir doch halt blöd, zu was? Aber die könnten auch sagen, ja gut,
Wir machen das Mittelmeer dicht, den Plan gibt es schon lange. Wir machen hier dicht, das sind genau 13 Kilometer. Nicht mehr, nicht weniger. Allerdings ziemlich tief, wie man hier sieht. 13 Kilometer von hier nach Sack zu und dann trocknet das Meer von selber aus. Und diese wunderschöne historische Küstenlinie kommt sogar wieder auf den alten Stand, der vor 1000 Jahren um knackige 1 Meter tiefer war. Machen wir hier zu. Und dann geht Streit. Die Mittelmeerländer-Anrainer gegen den Rest der Welt. Was haben die zu melden? Was die hier macht? Das geht die an und geht die an. Und sonst niemand. Und geht die dahinter an. Und 13 Kilometer sind gleich zugeschüttet. 60 Meter Durchschnittstiefe. Kein Problem. In 50 Jahren schon noch weniger Problem. Und in 100 Jahren garantiert. Also, da können sie rumfummeln. Aber sie könnten auch in den flachen Zonen. Da ist ein wunderschönes Mittelmeerklima. Hier ist eine flache Zone. Warum bauen sie hier die Dinger wieder? Könnten wir bauen. Weil schön wäre es, man grabt tiefer diese Boote, die da Sand drauf saugen. Die können 15 Meter unter ihrem Rumpf runterfläche. Können die runterlangen. Weil die soll nicht allzu tief das hochgraben und nicht allzu hoch aufschütten. Dann geht es nach die Eufacher. Also hier als flache Zone, hier. Wunderschönes, bumpen Klima, genug Sonne auch, genug Regen auch. Hier könnte man es anstellen. Da ist natürlich perfekt. Da der die ganz schöne lange Insel neilegen. Und aus 10 Kilometer Entfernung wird es aufgesaugt und dann hier aufgeschüttet. Und da hat man hier ein so wunderschönes, schönes Inselchen. Im besten Klima. Da ist auch so eine Flachstrecke. Es gibt so viel Flachstrecke. Ja. Da gibt es so viel Flach. Szene gibt es nicht. Ja. Da ist schon wieder etwas zu heiß. Gegen die auch. Also, wer wird da rumstreiten? Was machen wir, wenn die streitet? Also, Mittelmeer lassen wir absaufen. Kein Problem, weiter so. Merkel wird mit 80 noch in der Regierung sein. Was ist, wenn die da einfach zumachen? Sie will ja nicht einen Meter höheren Meeresspiegel. Zack, machen sie zu, bauen Schleuse, gehen ein Schiff durch und sinken sicher etwas tiefer. Kein Problem. Was machen wir dann, wenn sie wieder Krieg? Also man hat 3000 Kubikmeter Sand rausgeholt aus dem Meer und dann hat es da genug Platz für das, was dazukommt, weil ein gewisser Teil wird an Süßwasser abpumpt, aus dem Meerwasser Süßwasser gewonnen. Dann sind sie ja auch nicht ganz so blöd und bauen langsam immer mehr Staudämme. Das hat übrigens ein Experte schon längst gesagt. Warum? Es regnet manchmal wie die Sau in der Sahara. Warum bauen sie et mit den vielen, die da arbeitslos da durchspringen, et irgendwelche Dämme, dass das Wasser noch stehen bleibt und nicht einfach abläuft und weg ist? Wird doch da kein Mensch schere. Das hat ein Ökologe schon lang gesagt. Warum bauen die mehr Wasserdämme? Kein Mensch weiß warum. Aber das ist ein Kontinent. Bis da nieder, gell? Und fest in der Kralle von irgendwelchen Leuten. Und um Nummern größer, ich blende ihn um Nummern größer als Nordamerika. Ja, guck das an, machen wir einen Vergleich an. Der ganze Batzen, ab hier sagen wir mal bewohnbar. Zu dem Batzen. Also hier könnte man richtig Wasser rausholen und richtig Hightech Wasser reinschaffen, Wasser auffangen. Gucken, dass sich das Klima verändert. Und dann hätten wir einen Kontinent so groß wie Nordamerika zusätzlich gewonnen. Also, da ist, also wo sind die flachen Gebiete? Hier an der Nordsee, na wunderschön. Was machen wir, wenn die keine Lust hätten? Dänemark und Schweden macht hier mal kurz dicht. Und dann sauft die Ostsee mit ab. Also hier gibt es reichlich mehr. Wir haben das Wattenmeer, kennt ihr, ist natürlich ein ziemlich kühles Klima. Wir können da unsere Aktivität hier verlagern. Ist ja in 50 Jahren ist dieses Transportweg lässig zu bewältigen.
kein Problem. Heute noch ein gewisses Problem. Früher konnte ein katastrophales Problem sein. Goethe hat 14 Tage gebraucht von hier bis hier. Also hier ist mordsflach. Hier könnte man richtig was anlegen. Richtig hübsche Inseln ausbauen. Das gilt hauptsächlich für Niederlande. Die haben genug Geld. Die was bauen, die dem bauen. Bauen sie sich heute auch so ein Ding. Eine richtig schöne, fette Halbinsel dann aus. Oder ein Riesendamm, der bewohnbar ist. Daraus zu machen. Da wäre ein schönes Klima. Ganz England, Rommel liegt relativ flach. Da in der Bretagne bis runter, da ja ein ganz tolles Klima langsam. Kann man da rumspielen. Ist ja eine etwas langweilige Küste. Also man kann natürlich jeglichen Strand verbreitern. Ganz egal. Am Strand kann man immer herschieben. Und oben, aber Strände auch zu können, wie sie aufgefüllt werden, hauen wieder ab. Ah, da könnte man wunderschön was machen. Ja, tolles Klima, tolle Lebensumstände. An der Küste ist immer, geht immer irgendwas. Aber gut, Europa ist ja ganz gut dran. Auch hier, schöner Batzen, flauer Batzen. Auch in perfektem Klima. Aber weltweit ist da nicht allzu viel zu machen. Afrika geht es runter, ist bullenheiß. Heiß heißt arm, man kann nicht körperlich arbeiten. Da ist viel zu kalt. Da an der Denkküste runter und Florida, sehr ideal, ganz flach. Weiß man ja, Florida saugt komplett ab. Da hocken ja die Allerreichsten und wie die hockert. Das ist ja schon köstlich. Da hat sie ja hier Palm Beach, dieser dünne Streifen, dicht besiedelt. Und ein Golfplatz am anderen. Ein Golfplatz am anderen, die Jungs. Da sind die jetzt verlegert, ne? Zack. Mittler im Golfplatz, das sind Wasserflächen. Wunderschön, gucken wir es mal an. Gucken wir mal uns so ein Ding, so ein Würstchen an. Ja. Aus was das ist? Sind das Bodler? Nein! Das sind richtig riesige Häuser. Bumm, zack, stehen sie da. Haben die alle auch ihre Pools? Gehen in die Brühe gar nicht? Nein! Aber können immerhin mit dem Boot ranfahren. Und so gibt es da Hunderte. Hier der Golfplatz. Hier der Ding, nächste mit Wasser. Irgendwie gibt es kein schöneres Bild. Und aber alles auf 1 Meter Höhe, zack, überschwemmt, müsst ihr was machen. Sonst sind sie nasse Fies. Das ist Palm Springs, da Einfahrt, da Gucci, Diago und so weiter, alles Luxus, Buxus. Da hockt der, Ding, da ist die Villa, die der Trump gekauft hat, für schlappe 14 Millionen. Und einen Russe verkauft hat, das ist sie. Guck mal, optimal Platz. Der da auch, keine Ahnung, das ist er. Das ist im Trumpsei Villa für 14 Millionen gekauft. Dann 10 Jahre später für 80 Millionen am Russe weiterverkauft. Was macht der Russe damit? Er reißt den Garten ab, dass er besser mehr kann. Lässt leer standen. Lässt auf Abbruch. Nur um der Trump, Herr Trump erpressen zu können. Und dass jeder weiß, er wollte dem Trump nur aus der Scheiße reiten. Der Trump wäre völlig pleite gewesen, konnte noch 50 Millionen zurückzahlen. Interessanterweise der Deutsche Bank, weil mit dem Herr Trump machen die amerikanische Banken überhaupt keine Geschäfte mehr. Das haben sie abgewähnt. Aber die Deutsche Bank muss sich halt mit so Typen befassen, weil sie sonst haben sie ja keine andere. Also die Villa gehört irgendeinem russischen Oligarch und hat er für schlappe 80 Millionen gekauft und hier den ganzen Garten flach gemacht. Haus steht noch. In der Zeugenstadt, das Haus hätte er abgerissen, hätte einen Kartoffelacker draus gemacht. 80 Millionen Acker, gibt's ja auch selten. Also hier die Bullenreichen, keine Ahnung was die schaffen. Wahrscheinlich alle im Finanzsektor tätig. Nicht in der Wertschöpfung. Weil die verdienen nichts. Da, Golfplatz, schick.
Also hier als Tennisplatz, Golfplatz. Die ganze Trump geht ja auch alle 4 Tage gegolfen. Also das hier alles flach, da geht der Wasserspiegel noch irgendwo da, ne? Wenn der mal einen Meter steigt. Also da müsst ihr richtig was machen. Und das sind keine kleinen Gebiete. Aber da hätten sie viel flache Zone. Da können sie auch richtig mitschubben in perfektem Klima. Ist so jetzt bloß die gute Klima raus. Da vorne hört man nicht, der Mississippi. Das ist ja die einmalige Gelegenheit. Die einmalige Situation, dass dieser Mississippi ein Einzugsbereich hat in Kontinentalgröße. Also wenn der überschwemmt, wenn da mal richtig dumm Hochwasser ist, da gibt es einen Typ, der wohnt 80 Kilometer vom Mississippi-Ufer weg, der ist alle 10 Jahre mal überschwemmt. 80 Kilometer weit weg vom Mississippi ist der mit seinem ganzen Bauernhof überschwemmt. Hier, also Minusabzüglich, was jetzt durch unsere schlechte Äcker und unsere Abholzung, was da immer mehr Dreck reingespült wird ins Meer, das ist natürlich mit eingerechnet in die 3000 Kubikmeter, die man entfernen muss pro Sekunde aus dem Wasser, damit der Meeresspiegel so bleibt, wie er ist. Das ist mit eingerechnet. Also die haben da ganz gut Gelegenheit, haben da relativ wenig Gelegenheit. Die können ein bisschen Strandausspülung machen, da ist ja schon viel zu heiß. Da sind ja diese ganz Kriminelle unterwegs, da haben sie jetzt ein ganz Dorfchen, Koksbauern abballert. Nur mal so zur Warnung, auch in einer Gegend, wo diese Drogenmafia sozialer ist wie der Staat selber. Der Staat selber saugt das Geld raus und die Dinge halten sie bei Laune. Die haben ja das Geld vom Ausland. Also da ist viel zu heiß, bringt nichts. Südamerika, da ist der Äquator total heiß, vergessen wir. Südamerika, nicht, da unten ist schon wieder zu kalt. Da können sie ein bisschen mitspielen. Und dann haben wir den Afrika, das kannst du vergessen, ringsum vergessen. Da ist es schön flach, aber schweineheiß. Da waren wir, da sind die Inseln. Dieses Palmending, was die machen, weiß der Kuckuck, der Walsee, der ist ja weg. Der Wehrl, der ist ja austrocknet. Da können wir auch ganze Menge Wasser auffangen. Indien, schweineheiß, hat auch Flachzone, hier diese Armenhaus, total flach, da wird es ja noch bläulich. Da ist total flach, geht man einiges hinter schaffen. Ist aber sauheiß. Da ist eine ganz große Flachzone, da läuft wieder der Äquator durch, bumm hier genau. Übel heiß, bettelarm die Leute, können tagsüber nicht schaffen. Können vielleicht mal schaffen, wenn wir tolle Lichtquellen haben. Es gibt Lichtquellen, die sparsamer sind, als die weniger Energie brauchen, als sie liefern. Gell, nicht zu vergessen. Und das war's. Dann sind wir hier Australien. Australien braucht keine Inselbauer. Hier ist sehr angenehmes Klima. Da ist auch nur Regen. Aber da ist schon ziemlich heiß. Da ist nichts. Also Australien, auch flache Gebiete, aber Australien hat ja da einen Pott. Die Kinder da, die breite bloß einen Kanal bauen, dann hätten sie da deutsche Senke etwa in der Größe, die tiefer ist als Meer. Da können sie mal richtig Wasser reinlassen, dann hätten sie da ringsherum ein wesentlich besseres Klima, mehr Luftfeuchtigkeit in der Luft. Australien interessiert ja keine Sau, warum auch immer. Weil die haben jede Menge flache Gebiete und haben hier auch noch den Pott. Also da können wir richtig klimamäßig was machen, und zwar etwas machen, was hochriskant ist, sondern was machen, was definitiv einen Nutzen bringt für Mensch und Tier und Umwelt und Ding und Artenvielfalt. Dagegen richtig was. Da kannst du mittlerweile mehr oft was machen, um so Inseln rum. Da ist Neuseeland.
Jetzt auch Inseln, die kann man auch gehen. Da geht immer ein bisschen irgendwas. Da wird garantiert auch irgendwo Insel sein. Na, wenigstens eine. Ein schönes Flachwasser. Also, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Pack die Schaufel aus, es wird geschippt.